Fluglogbuch. Verbrate von Scott Parker, Bordingenieur. Start auf der Erde um 0900. Bedingungen nominal. Pre-check autorisiert. Passagiere 4, Vorstandsmitglieder, Postfracht. Der Flug verlief ereignisarm. Bis um 11:33 auf dem Radar ein nicht identifiziertes Shuttle ungefähr 30 Grad von unserem Kurs abweichend auf 9000 Kilometer auftauchte. Abdrift und Rotation deuteten auf eine Fehlfunktion der Manövrierdüsenhöhen. Es gab keine Antwort auf unseren Funkruf. Captain Cooper befahl, eine Kursanpassung, um uns näher heranzubringen. Als wir uns bis auf 60 Kilometer genähert hatten, tauchte auf dem Radar ein zweites Shuttle im Bereich der treibenden Maschine auf. Laut den Transpondern ein militärisches. Per Funk wurde uns mitgeteilt, dass wir unseren ursprünglichen Kurs umgehend wieder aufnehmen sollten. Captain Cooper fragte, ob Hilfe nötig wäre. Daraufhin wurde der Befehl wiederholt. Alles höchst ungewöhnlich, doch dann wurde es wirklich seltsam. Der Captain bemerkte es als erster. Dort draußen befand sich eine Anlage, die absolut dunkel betrieben wurde. Kein Licht. Für das Radar nicht zu entdecken. Wir waren so weit entfernt, als dass wir hätten Details erkennen können. Aber sie war groß. Cooper wandte sich den Instrumenten zu, gab den Kurs zu Talos 1 ein und startete die Maschinen. Wir verschwanden so schnell wie möglich. Okay, mein erster Gedanke war, die haben die Talos 1 gefunden, aber das muss dann was anderes sein. Unsere Passagiere hatten von der Begegnung nichts mitbekommen. Unsere Ankunft auf der Talos 1 verlief problemlos. Passagiere und Fracht konnten das Shuttle wohlbehalten verlassen. Okay, da draußen ist also noch was anderes. Jada? Ach, das ist die Quartierdings gewesen. Erika, hier spricht Kirk Rammer. Wir sind in Fluchtkapsel 8-9. Es kann losgehen, aber die Startsteuerung reagiert nicht. Haben Sie alle Schritte des Startvorgangs exakt befolgt? Ja, es kam sogar ein Warnton, aber die Luke schließt sich nicht. Die Abtrennung ist nicht möglich. Warten Sie. Ich schaue mir die Pläne an. An den Sprengbolzen sollte es einen Sensor geben. Erika, bitte beeilen Sie sich. Ich sehe alle Kabel, aber warten Sie, das kann nicht stimmen. Können Sie uns von dort aus starten? Können Sie wenigstens die verdammte Luke schließen? Nein, ich glaube nicht. Gibt es vielleicht eine Kurbel? Rammer, haben Sie verstanden? Oh shit, das ist der Typ, der unten mit den Telepathen und mit der anderen Tussi eingesperrt war. Okay, da haben wir zumindest erfahren, wie es ihn jetzt erwischt hat. Boah, was ist denn hier passiert, ey? Holy shit. Bewege mich. Shuttle im Landeanflug. Anlage Seattle. Sprengladung Fernzünden. Shuttle Advent Status. What the fuck? In 3 Minuten landet das Ding. Es könnte natürlich sein, dass da ein Shuttle mit den Mimics auf der Erde landet. Dann haben wir natürlich ein Problem, ne? Sprengladung zünden. Wir haben halt keine Information zu dem Shuttle, ne? Ich warte mal noch. Normalerweise darf ich ja erst den Zünder aktivieren, wenn das Ding bei 0,2 Sekunden ist. Oh, hier haben wir Informationen. Shuttle Advent. Okay. Captain Marks, bevor es zu spät ist, wollte ich Ihnen Bescheid geben, dass das Shuttle Advent direkt vor dem ersten Alarm gestartet ist. Es hat die Standardinspektion durchlaufen, aber das war noch, bevor wir wussten, wonach wir Ausschau halten müssen. Wenn die mit einem dieser Dinge an Bord in Seattle landen, oh shit, also es ist tatsächlich so. Ich habe die Sprengladung auf der Advent aktiviert. Sie können von der Brücke ausgezündet werden. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Sie werden bald landen. Und falls es Ihre Entscheidung erleichtert, die Besatzung weiß nicht, dass die Ladung aktiviert ist. Fucking hell. Sind Sie da? Captain Mark, die Turnscope ist offline. Ich kann Sie nicht erreichen, aber ich weiß, dass Sie die Talos nicht verlassen würden, solange noch Mannschaftsmitglieder an Bord sind. Vielleicht hoffe ich zu viel, aber melden Sie sich bitte.
Wenn Sie diese Nachricht erhalten, ich bin im Moment mit einer Handvoll Überlebenden im Frachtraum. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Scheiße, okay. Wir dürfen die Dinger nicht zur Erde lassen. Scheiß auf die Typen, die da drauf waren. Operator nähert sich. Nautsprechsystem. Stationsweite Ankündigungen werden vorab aufgezeichnet und regelmäßig im festgehaltenen Intervallen abgespielt. Sicherlich nicht. Warnung. Notfall-Evakuierungsdurchsage kann nicht ohne Autorisierung von Alexio ausgelöst werden. Was soll schon schief gehen? Geht gar nicht. Okay. Umsonst gespeichert. Oh, da ist noch ein Schrank. Ein Medikit mehr, wie viel habe ich? 4 Stück. Bin eigentlich sehr, sehr gut ausgerüstet, muss ich sagen. Ja, hier ist sonst nichts, oder? Nope. Guten Abend, Talos. Die Anmeldung zur Talentshow für Talos-Mitarbeiter ist ab sofort möglich. Gehen Sie bitte zur Rezeption der Besatzungsquartier. Sie sich an Galen. Ja gut, dann habe ich ja hier alles gemacht. Dann gehen wir mal zu den Rettungskapseln, zu den Fluchtkapseln. Mal ganz kurz gucken, wie die Zeit aussieht. 1 Stunde kann ich noch machen. Schatten wieder, ey, ist so gut. Moment, was ist da? Nix. Ja, da mal runter zu den Fluchtkapseln. Da ist ein Telepath. Das weiß ich ja schon. Und nicht nur ein Teleport, da ist... Ah, nee, Moment mal, hier war ich doch schon. Nee, kann ja gar nicht sein, weil da ist ein CLU-Dingsbums. War ich hier schon? Der Koch! Du blödes Arschgesicht, du hast ja alle anderen umgelegt. Na, du lernst mich jetzt kennen, du Sackgesicht. Morgen, Yu. Diese Kapsel funktioniert, aber ich weiß nicht, wie man sie startet. Hm.
meine Aufgabe ist, den Drecksack umzubringen, weil er nicht der ist, der sich ausgibt. Danny Shu ist am Leben und außerhalb der Station, aber nicht mehr lange. Bevor ich sie verließ, traute sie über den Tod ihrer Freundin Abby, die durch den Hand des falschen Kochs starb. Der Koch ist immer noch auf der Talos unterwegs und eine Bedrohung für die restliche Besatzung. Ja, Junge. Ich sterbe bald. Kein Grund, mich jetzt noch zu fürchten. Weißt du was, du Arschgesicht. Ach komm! Fuck. Durch die Wand geglitscht. Ja gut, ich hätte vielleicht da drauf schießen sollen. Oder es entschärfen sollen. Aber zumindest ist es ja jetzt Apfelmusterkehr. Ein Mörder, der hier... Hätte ich den jetzt zur Erde gelassen, dann hätte man glaube ich mega viel Probleme gehabt. Ne, hier war ich noch nicht. Oh Mann, ey, wetten, da ist irgendwo so ein scheiß Vieh drin, ne? Das sieht ja eklig aus. Stone. Oh oh. Sadie Hall. Gordon. Gar nicht gesehen, dass da ein Medikit drin war. Können wir gleich nehmen. Also ich hatte ja ein... Ich guck da mal lieber rein, oder? Scheint auch nichts zu sein. Ja, die wollten alle flüchten, aber die Kapseln gehen nicht aus irgendeinem Grund. Das habe ich ja schon bei den anderen, Fluchtkapseln gemerkt. Ist ein Typ drin, oder? Nee. Okay. Was haben die denn hier gemacht, Mann? Ach, das war der Koch, der hat die anderen umgebracht. Wird jetzt mal malen, oder? Kehlen durchgeschnitten, wie auch immer. Der wird die alle umgebracht haben, der Kerl. Seit dem Psycho, der... Dem ist nicht nur reich, dass die ganzen Viecher hier die Leute umbringen, sondern der muss auch noch selber... Ja, komm, der wurde halt irgendwie... Die haben sich halt verteidigt. Und der hat halt versucht, die Typen umzubringen, und die haben versucht, ihn umzubringen, aber anscheinend waren die schneller. Und hier ist auch noch einer von diesen Turfans gewesen. Environment Storytelling nennt man das. Ja, dann bin ich hier fertig. Ich habe alles erkundet in dem Bereich, habe alles gemacht. Ich habe sogar den fiesen Albtraum besiegt. Dann würde ich sagen, was steht jetzt noch an? Ich muss die Frucht noch holen. Mal zu speichern. Die gute Frucht. Von dem Gärtner-Typen, und dann bin ich hier fertig. Und dann kann ich, glaube ich, zur Datenzentrale gehen. Und so langsam bin ich dann raus in der Mitte des Spiels. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon bin. Aber macht immer noch eine Menge Spaß. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel am Ende auflöst. Bis jetzt gibt es immer so ein paar Probleme, die das Spiel macht. Oder hat. Gerade dieses Rumglitschen.
Aber allein wie viele Möglichkeiten man hat, Gegner kann man alle umschleichen oder man geht halt rustikal vor. Das ist halt allein schon wieder Gold wert. Gibt's viel zu wenige Spiele, die das machen. So, jetzt muss ich wieder hoch zum Arboretum. Mit zigtausend Gegnern. Sich gerade was bewegt. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. So. Ich wollte zum Gewächshaus. Nee, Moment mal. Ich glaube, ich habe jetzt den Weg gefunden. Ich gehe einfach nach links. Nee, Moment. Nach links muss ich. War ja klar, ne? Wow, hat ja gar nichts gebracht. Das waren aber keine drei, das waren nur zwei. Ist noch einer. Da ist was Größeres. Aber wenn jetzt wieder einer von diesen Albträumen kommt, dann gehe ich nach Hause. Ich glaube, ich habe aus Versehen meine Psi-Fähigkeit aktiviert. Ist manchmal auch immer einer drin. Ne? Jetzt bin ich doch wieder falsch gegangen. Aber ist egal, weil hier muss ich hin. Superfrucht. Superfrucht so wie Baby Kit oder was? Eine durch Dr. Howards Düngemix entstandene experimentelle Frucht. Okay, die muss ich irgendwie. Ach, die kann ich nehmen. Das Ding muss ich irgendwo droppen. Das sind Questgegenstände, okay. Talos, wir möchten Sie daran erinnern, dass die Identität unserer Gäste geheim zu halten ist. Kann ich nicht droppen, die brauche ich für irgendwas. Weg mit dem Alk!
Also schallgedämpfte Munition wollte ich nicht mehr. Brauche ich einen Neuromod? Medikits brauche ich nicht. Medikits habe ich viermal. Das reicht. Neuromod, ich habe drei Stück. Was wollte ich als nächstes haben? Ich würde das halt gerne haben. Waffenschmied würde ich gerne haben. Waffenschmied oder mehr Inventarplatz? Waffenschmied wäre jetzt am besten sogar. Sechs Stück brauche ich dafür. Ich mache mir noch eine Packung. Okay, damit können wir das dann auch vergessen. Okay, dann mal auf zur Datenzentrale. Ach, ich mag das. Dieses Erkunden von der Raumstation macht echt Spaß. Und es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch nicht erkundet habe. Das war oben, glaube ich. Natürlich.